Mein Name ist Helge Hamdorf, Einsatzleiter von der Feuerwehr Hamburg hier vor Ort. Und wir haben einen Bus von der Hamburger Hochbahn, der eine Vollbremsung vollziehen musste und dadurch verursacht sind 10 Passagiere gestürzt im Bus und also sind 10 gestürzt und verletzt worden. Von diesen 10 mussten wir 9 ins Krankenhaus befördern. Eine Person konnte hier vor Ort bleiben. Und nach unserer Einschätzung, nach unserer Sichtung hatten wir 2 Personen, die etwas schwerer verletzt waren und 8 Personen etwas leichter. Wir sind im Bus Scheiben kaputt gegangen. Können Sie das erklären? Es sind 2 Begrenzungsscheiben im Bus zerstört worden. Wahrscheinlich sind die Passagiere dort hineingestürzt und haben sich auch daran verletzt.